Das macht elementare Dinge des Fußballs, macht diese Geschichte, wenn es dann zur Technik kommt, hinsichtlich von Chip im Ball und elektronische, Strombänder von Torpfosten zu Torpfosten und wie auch immer. So, weil das würde Folgendes nach sich ziehen. Was passiert denn letztendlich, wenn ein Schiedsrichter, sag ich mal, ein Tor erstmal gibt, was nach seinem Ermessen hinter der Torlinie war? So. Und dann sagt der Oberschiedsrichter draußen am Monitor, sagt, Moment, wir lassen mal die Situation nochmal nachspielen, wir gucken, ob er drin ist oder nicht. So stellt sich heraus, dass er nicht ganz im vollen Umfang hinter war, dann sagt der unten mit am Monitor, können wir nicht zählen, gilt nicht. So, das würde Folgendes bedeuten, der Schiedsrichter, den brauchen wir gar nicht mehr. Dann brauchen wir nur noch 3 oder 4 Leute, die am Schiefer dran sitzen und monitoren und gucken und können von da aus pfeifen, weil der Schiedsrichter wird auf gut Deutsch enteiert. Die Leute lachen sich über ihn kaputt. Das ist die größte Katastrophe, die es gibt, weil dann brauchst du keinen Schiedsrichter mehr, dann brauchst du keine Linienrichter mehr, du brauchst gar nichts mehr. Und jetzt kommt es. Es gibt jetzt Spielunterbrechung und alles wartet jetzt darauf, was bringt jetzt die Wiederholung. So, das macht den Fußball in den elementarsten Dinge der Geschichten und des Ablaufs, macht den kaputt. Also ich bin ein absoluter Gegner von solcher Technik oder alles, was mit Technik zu tun hat, in den Fußball reinzubringen, weil damit auch die Grundlage und die Diskussionsbreite und die Diskussionsfreude, die dann am Sonntag oder spätestens am Montag ja in den Betrieben, in Geschäften, in Schulen, wie auch immer, diskutiert wird. Hast du das gesehen am Samstag dabei? Ach du lieber Gott, das war ja ein Tor und nicht, wie auch immer. Die ist damit erledigt. Und davon leben wir. Wir leben von der Diskussion. Wir leben davon, dass die Leute am Montag am Arbeitsplatz sagen, hast du gesehen, Schalke gegen Dortmund, wie auch immer, das war doch ein Elfmeter und das war keiner. Und was hat der da gemacht, der Schiedsrichter, wie auch immer. So, das ganze Ding wird mit Leben erfüllt. Und das wäre dann weg. Und ich sage noch einmal, dann brauchen wir keinen Schiedsrichter mehr. Weil der Schiedsrichter ist dann die ärmste S auf dem Platz. Weil der kann tun und lassen, was er will. Objektiv aus seiner Sicht würde er so entscheiden. Und unten sitzen die am Schiefertrag und sagen, okay, nein, Wiederholung oder der war drin. Das ist das eine Marionette. Was braucht er da noch? Das wäre fatal für den Fußball. Elementare Dinge würden verloren gehen.